wir sind noch ein bisschen Adrenalin geladen, wenn wir eben, letzte Folge war Fast and Furious und jetzt reden wir über Expendables. So, letzte Folge war einer der männlichsten Filme, beziehungsweise einen der männlichsten Filmreihen aller Zeiten, Fast and Furious. Und jetzt geht's gleich männlich weiter mit der Expendables-Reihe. Und warum ich die nicht mag. Genau, und warum die sogar Kritik... Warum schreist du so? Warum die sogar Kritik, würde ich jetzt mal schreien, männlich ist. Ah! I'm a man. Danke, Linkara. Grüße gehen raus. Expendables. Worum das geht's? Konzept. Genau. Du hast alle großen Actionstars der 80er, 90er und ein paar gegenwärtige Stars. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, naja. Dolph Lundgren, Jet Li. Und ja, noch viele weitere. Noch viele mehr. Und du hast diesen großen Cast und alle gehen jetzt zusammen auf eine große Actionreise und bringen super viele Leute um. Und sie haben sehr viel Backstory um. Sie haben sehr viel Hintergrundgeschichte. Puh. Nehmen sich ein bisschen zu ernst. Nehmen sich deutlich zu ernst und sind sehr pathetisch und aufgesetzt. Puh. Und nutzen sich auf den dritten Teil ab, während Fast and Furious 100.000 Filme machen kann. Immer noch cool. Richtig. Und das Problem ist einfach, das, was man will aus diesen Actionfilmen, ist ja Action. Und ja, nicht dieses Gelaber und in der Bar sitzen, weil dafür sind die Charaktere nicht sympathisch genug oder die Story spannend genug. Weil gerade diese 80er Jahre Actionfilme funktionieren immer auf zwei Arten. Die Predator-Reihe oder Predator, die Predator-Sparte ist immer spannender Film mit einem großen Actionheld. Sci-Fi-Action so ein bisschen. Genau. Oder, ja, das meine ich gar nicht, sondern so im Sinne von, du hast einen spannungsgetriebenen Film. Ah. Oder du hast so Filme wie Phantomkommando, diese actiongetriebenen Filme, wo es nur darum geht, dass coole Sprüche gemacht werden, Leute erschossen werden. Phantomkommando, ja. Rambo 2, Sun Death, sowas. Und jetzt haben wir diese ganzen großen Stars, die sich endlich mal zusammenfinden wollen. Endlich mal alle und jetzt hast du nur Action und der erste Teil ist für mich immer noch überraschend gut. So, ich finde den zweiten besser irgendwie. Der zweite ist auch besser, aber der erste hat Eric Roberts als Bösewicht. Ich meine, cool. Immer gut. Wir haben fucking Steve Austin als Bösewicht. Der Wrestler schlechthin, deswegen ist der Kampf auch so super choreografiert gegen ihn. Wir haben Terry Crews, der super sympathisch ist. Ja, Terry Crews, ich habe da noch ein Interview zu ihm gehört, dass die ihn extra noch, weil die den so cool fanden, extra Szenen für ihn noch reingeschrieben haben. Das ist dann wieder, also die mögen sich ja, einfach also so. Ja, also weil Terry Crews auch so sympathisch ist. Kennst du die Szenen, ja, wenn Terry Crews diesen Gang runtergeht mit dieser fetten Knarre und einfach den Leuten den Oberkörper vom Unterkörper schießt? Das ist so geil. Oder sein ganzes Auftritt bei Brooklyn Nine-Nine, da ist er doch viel fantastischer. Und, oh ja, und dann kam der zweite Expendables, größer. Der was war Red 2 noch älter, härter, besser? Nee, der hier hatte den besseren Übertitel Back for War anstatt Back for War. Ich fand das so großartig. Und der Böse in dem Teil ist Jean-Claude Van Damme. Fantastisch. Er ist so groß und der heißt Villain. Er heißt Villain. Das ist so scheiße. Das ist fantastisch. Und wer ist sein Handlanger? Scott Adkins. Ach ja, Scott Adkins. Super. Und ich liebe die Szene, wenn sie den einen Typen töten, indem sie ihm ein Messer vor die Brust halten. Und dann gibt es einen Spin-Kick von Van Damme gegen das Messer. Das ist so unnötig, aber großartig. Und auch in Teil 3. Ja, und Teil 3 ist so, oh, wir brauchen neue Stars. Und wir brauchen FSK-Rating, damit sie es auch Kinder angucken können. Ja. Toll. Toll. Und somit ging es das zu Ende, so in der Richtung. Nein, den vierten ist ja gerade, wird ja gedreht. Und der soll ja wieder ab 18 sein und super brutal. Weil Expendables 3 hat geile Sets und hat coole Kämpfe, aber zwischendurch hat er halt auch die anderen Szenen, die den Film echt runterziehen. Wie zum Beispiel das ganze CGI-Blut. Ja. Boah, das ist wirklich, weil das ist dann kein 80er. Das ist kein 80er Action-Kino. Das stimmt. Das ist dann kein, da war es Practical Effects. Ja. Und ich weiß ja klar, so ein Blood-Scripts oder sowas wie Robocop. Also das ist geistesgestört, ja, behindert. Und warum macht man das? Warum? Du hast doch genug Geld wahrscheinlich so in der Richtung. Vielleicht auch nicht über die Stars oder weiß nicht. Irgendwo hat es dann gehapert, was wirklich die CGI. Es ist ja deutlich teurer mit diesen Practical Blut-Effekten, weil wenn du eine Szene läuft, du musst alles reinigen, sauber machen, wieder anziehen und so. Ja, aber anstatt, okay, stell dich das für mich macht den kompletten Charme kaputt. Ganz das so. Macht auch den Charme kaputt von so einem Film. Deswegen fand ich den ersten fürchterlich, der zweite hat auch nicht so ganz tolle Effekte, aber war ein bisschen besser. Ja, die Effekte sind auch nicht gut, das eigentlich. Das Flugzeug im zweiten. Boah. Ja, aber dann lieber furchtbare praktische Effekte als furchtbare CGI-Effekte, weil dann ist weil charmant. Dann ist es wenigstens 80er. Ja, aber trotzdem, man hat halt die großen Stars beisammen. Ich meine, Dolph Lundgren sehe ich immer gerne auf der großen Leinwand. Aber zumindest in anderen Teilen auch besser eingesetzt als so ein Mini-Cameo von Schwarzenegger oder sowas. Ja. Gut, da war noch Präsident von Kalifornien, aber naja.
War halt einfach, aber trotzdem, es ist was, worauf man gerne zurückblickt. Viele Leute mögen die Serie, ich mag sie auch sehr gerne, aber man kann Kritik daran definitiv nachvollziehen. Sie nutzt sich recht schnell ab, so, ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich mal die anderen auch gucken, aber sie haben mich hat es wirklich damals überhaupt nicht interessiert. Ich weiß nicht, man hätte vielleicht, also wenn der vierte kommt jetzt, und wenn die dann IQ-Uwe reinnehmen, können sie gleich nach Hause gehen. Ja, die müssen jetzt noch mehr von den IQ-Uwe, Johnny Yen, Choi und Fat. Einfach noch Vin Diesel und Dwayne Rock Johnson noch mit rein. Stimmt. So egal, das ist doch fantastisch. So fantastisch. Scott Atkins, Till Schweiger, mach den doch auch damit rein. Scott Atkins ist doch schon tot in der Serie. Ach so. Ja, Till Schweiger. Das, wieso nicht? Nee, eigentlich stell dir das mal vor. Das ist ja der deutsche Actionheld so ein bisschen mit Off Duty so. Das, nimmt den doch einfach, wieso nicht? Das ist cool. Aber das ist Jürgen Prochnow übrigens. Jürgen Prochnow, oh. Oh, und Alain Delon kommt man auch noch rein. Alain Delon. Ist das nicht schon tot? Weiß ich nicht. Nehmen wir trotzdem. Nehmen wir alle mit rein, und fantastisch. Das wäre großartig, man könnte ja irgendwie machen so ein Asia-Kartell und Shirin Fat ist der Anführer und du hast so die Handlanger, so Iko Uwe und so, das wäre einfach großartig. Genau. Keanu Reeves. Ja, Keanu Reeves auch noch mit reinballern. Einfach noch mehr, einfach übertreiben. Einfach noch mehr übertreiben. Und das machen, was Fast and Furious macht. Sich nicht unbedingt ernst nehmen, noch mehr Gewalt. Weniger noch mehr Backstory, Brutal. Bitte. Genau, einfach, okay, einer von unseren Jungs wurde entführt. Ja, weil es interessiert keinen, dann wird Jason Statham entführt. Ja, aber die Figur interessiert mich nicht, es ist einfach Jason Statham dann. Ja klar, und jeder nennt die auch beim Namen und niemals dabei, wie sie im Film heißen. Man sagt ja, oh, Stallone und Statham. So, und gerade nimmt doch Statham, schickt den doch irgendwo hin. Und oh, er wurde jetzt entführt auf seiner Mission. Wir müssen ihn retten. Los, und dann war dann die 1000 Menschen tot und alle sterben. Toll, das ist doch fantastisch. Höchster Bodycount aller Zeiten von mir aus. Und dann hackt die doch so kreativ kaputt, wie ihr nur könnt. Ich meine, The Raid... Mit praktischen Effekten diesmal, bitte. Ja, ja. Ich meine, The Raid schafft das mit einem Budget von irgendwie 1 Euro und ist fantastisch. Aber dieses gigantische Hollywood-Produkt... Nee, wir müssen CGI nehmen. Hm. Ja, okay. Also, wir freuen uns auf Expendables 4... Was sagt ihr zu Expendables 3? Die ist tatsächlich ziemlich umstritten. Ist er auch, tatsächlich, ja. Und deswegen, sagt uns eure Meinung und... Die ist uns wichtig. Das ist sie definitiv. Bitte einfach in die Kommentare ballern. Das war ein Actionwitz. Und ganz ruhig, wir machen irgendwann auch wieder Kunstkino. Ja. Louis mal in dem Expendables-Film. Da wäre es 2 Stunden lang, bring dich nicht um, Stallone. Doch, mach ich wohl. Ist ja fantastisch und fantastisch ist auch das Filmgespräch, deswegen. Ist das die Abmoderation? Bis zum nächsten Mal. Goodbye.